willkommen bei Telezoom Startup, eine Sendung und Plattform für Startups aller Art. Erfahren Sie hier von den Unternehmern selber, wie die Firmengründung abgelaufen ist und lernen Sie die Produkte oder Dienstleistungen der neuesten Startups kennen. Sie möchten auch Ihre Startup-Unternehmen präsentieren? Melden Sie sich einfach unverbindlich per Telefon oder E-Mail. Und jetzt wünschen wir viel Vergnügen bei Telezoom Startup. Herzlich willkommen bei Telezoom Startup. Mein Name ist Debbie Kiener und ich darf heute wieder eine Neugründung präsentieren. Und es wird sportlich und auch kunstvoll. Die Gunvor Meier, ein Name, den man schon kennt, hat jetzt auch ihre eigene Tanzschule eröffnet. Herzlich willkommen bei Telezoom Startup, liebe Gunvor. Freut mich, dass du da bist. Dich kennt man ja schon von Eurovision oder wenn man im Tapdance daheim ist oder natürlich auch gerne Musical hat, dann bist du jemand, wo man nicht dran herumkommt hier in der Schweiz. Jetzt hast du deine eigene Tanzschule eröffnet. Ist das ein Traum von dir? Ja, die Tanzschule ist eigentlich aus purem Zufall entstanden. Und zwar haben meine Mütter auf einem Pausenplatz angesprochen. Und sie haben gefunden, sie mögen nicht immer in die naheliegenden Dörfer fahren, um die Kinder herzubringen und zu holen. Ob ich nicht Lust hätte, ja, Unterricht zu geben, können sie es doch so gut. Und ja, dann haben mein Mann und ich ja, kurz darauf aber North Dance School and Art gegründet und haben ein sehr passendes Übungslokal gesucht. Und ja, mittlerweile habe ich 7 Kurse und 35 Kinder. Dying. Und eben, es ist auch an deinem Wohnort in dem Fall gerade. Ja, genau, das ist am einfachsten. Genau. Wie schwierig ist es da, etwas geeignetes zu finden? Ja, wir haben ein Lokal gesucht, das gut zu erreichen ist. Das, also für die Kinder, dass sie ohne Probleme können zu Fuß kommen oder es hat sogar eine Bushaltestelle. Das war uns wichtig gewesen. Und es ist direkt am See, wunderschöne Seesicht haben wir. Wenn wir rausschauen, ist zwar munzig klein, aber sehr gemütlich und sehr schön. Was genau bietest du denn alles an in deiner Tanzschule? Im Moment ist es Hip-Hop, Stepptanz, Gesang, Musical. Wenn man auf deine Webseite geht, dann sieht man ganz viele verschiedene Sachen, die du machst. Und eben auch, dass in deiner Tanzschule ab und zu ein paar Kunstwerke hängen. Wie bist du da dazu gekommen, dass du Kunst und Tanz vereint hast? Ja, genau. Ein Bild, das ich gerade zeigen darf, ist von Hans Nick im Hintergrund. Mhm. Ein schönes Ölgemälde. Das ist normalerweise eine Tanzschule. Für mich war es wichtig, ich habe ein ganz schönes Showfenster. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, etwas möchte ich präsentieren und ausstellen, dass es so fröhlich und schön aussieht, wenn die Leute an der Ausstellung warten. Und darum sind wir dann auf Gemälde gekommen. Und ich hatte das Glück, dass die Künstler, die ich angefragt habe, alle sehr offen waren und sehr begeistert waren und mir alle gerne 2-3 Bilder ausgelehnt haben. Ja, wie ist es denn mit dem Ziel, das du hast jetzt für die Tanzschule? Du hast ja in einer recht unsicheren Zeit jetzt da eröffnet.
Also Ziel ist sicher, vielleicht noch mehr Schüler zu bekommen, noch mehr Klassen können zu machen. Ich habe pro Klasse 5 Schüler. Mhm. Und was sicher ein Ziel ist, ist der Online-Kurs, dass ich den auch für Erwachsene geben kann, weil im Moment ist ja das ja, verboten wegen Covid-19. Das wäre sicher toll. Mhm. Ja. Ja, es war sicher nicht leicht gewesen, jetzt, oder ein sehr mutiger Schritt auf jeden Fall, in der Corona-Zeit eine Tanzschule zu eröffnen, weil es die ja besonders schwierig haben. Was war für dich besonders schwer gewesen? Ja, was war schwer gewesen? Wir haben eigentlich nicht so viel Hürde jetzt, sage ich mal, gehabt. Ich habe wegen Corona wird an der Schule und Vereinen nur wenig Sport- und Freizeitangebote ja angeboten. Und ich hatte das Glück, dass ich meinen Tanzkurs in der ganzen Schule präsentieren durfte. Ich durfte jede Klasse durfte mich vorstellen und mein Ziel sagen und jedem Schüler einen Flyer durfte mitgeben. Und somit bin ich sehr, sehr rasch. Also innerhalb eines Tages bin ich zu 30 Anmeldungen gekommen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Wow, ja, das klingt doch super. Wie ist denn die ganze Gründung abgelaufen? Hast du dort schon Erfahrungen gehabt oder ist jetzt da etwas ganz anderes gewesen, eine Tanzschule zu gründen? Ja, wir haben eigentlich, also klar, das Tanzstudio ist etwas Wichtiges gewesen, das andere ist Marketing, das dritte ist eben die Schüler zu finden. Dann musste ich überlegen, wie gestalte ich die Stunde selber, Choreografie habe ich müssen oder dürfen gestalten, machen. Und wir haben sogar einen neuen Song gemacht, Dance in Switzerland. Das ist extra für Tanzschüler gemacht und choreografiert worden. Und ja, also rundum hat es mega Spass gemacht. Wir haben, mein Mann und ich haben gefunden, wir wollen das unter unserem Musiklabel führen, die Tanzschule, also LMGM, Roland Meyer von Unorm Music and Books KLG. Und ja, bis jetzt läuft es sehr gut. Okay. Also, da habt ihr euch gar nicht müssen entscheiden für eine Rechtsform, sondern die war einfach schon gegeben und ihr habt es quasi einfach mit dieser Tanzschule erweitert. Genau, korrekt. Okay. Okay, spannend, spannend. Wann habt ihr denn euer Unternehmen gegründet? Wo Sie jetzt schon eigentlich kurz, wo wir uns kennengelernt haben. Das war im 2013. Dort war ich noch nicht in der Firma. Dort hat es mein Mann noch geführt. Und dann, als ich aber das Kindermusical gemacht habe, der kleine Mats für meinen Sohn und die anderen Kinder, dann habe ich gefunden, ich möchte die Firma. Und dann haben wir die KLG gegründet. Is a wasted one, an hour without you is dead and gone. A day without reason, crying to the fun, with broken arms, counting down the hours. She wants to be your happy end, your favorite. Okay, dann darf ich fragen, wie sieht denn eure Marketingstrategie so aus? Habt ihr da Tipps für andere Neugründer, die jetzt vielleicht noch nicht so erfahren sind?
Ja, ich habe ein grosses Social Media Netzwerk, das hilft mir sicher dabei. Wenn ich jetzt eben Postings mache oder halt auch im Dorf, habe ich Leute, die mir helfen. Zum Beispiel das Restaurant Porto, das ist ein Partner von uns und ich habe Flyer aufhängen überall im Dorf. Das bringt schon viel. Und eben die Schulleitung, die mich sehr unterstützt hat. Und wenn ich einen Sommerkurs starte, dann ja, darf ich auch den Flyer eben der Schulleitung zustellen und sie schickt es dann den Lehrer und die Lehrer geben es den Schülern weiter. Also ich habe schon sehr große Unterstützung im Dorf und ja. Süße Hilft natürlich auch, dass man dich einfach so schon kennt. Und ja, man muss aber natürlich immer dranbleiben, das ist Ja. klar. Wenn man auf deiner Webseite ein bisschen rumschneidet, sieht man auch eben RMGM, die Firma von dir und deinem Mann. Da bist du für Musikproduktion, Distribution, Marketing, Eventmanagement, Gesang, Konzertorganisation, Sponsoring, ich könnte noch viel, viel weitermachen, zuständig. Und jetzt kommt eben auch noch die Tanzschule dazu. Also, wie bringst du da alles unter einen Hut? Ja, indem ich sehr, sehr früh aufstehe und halt am Morgen ja, gerade meine Arbeit mache, in dem PC und Sachen organisieren, Auftritte suchen oder Verträge schreiben. Marketing ist sicher ein grosser Punkt. Ich mache jeden Tag einen Post machen mit einem schönen Bild von den Künstlern. Im Moment eben von Hans Nick oder Jonas Döbelbeis, Fritz Hauser oder Leo Kamenzind und Cenana. Und sonst, ja, dann fängt es an, dann wecke ich meinen Sohn, und dann muss ich Kindergarten nachher. Und dann habe ich nochmal 3 Stunden für mich, wo ich Haushalt und Büro so zusammen vereine, muss so Choreografien oder die Stunden vorbereiten, dann vielleicht singen oder etwas Neues einsingen. Und ja, dann ist schon bald Abend und ich checke nochmal die E-Mails. Okay, ein ausgefüllter Tag und sehr abwechslungsreich. Gibt es etwas, was du am liebsten machst? Ja, ich liebe das Kaufmännische, muss ich schon sagen. Ich bin froh, dass ich den kaufmännischen Beruf schon gewählt habe, schon, dass das nicht meine erste Wahl war. Ich habe auch an eine Musicalschule in Wien gegangen. Und mein Vater hat dann gefunden, ich müsse etwas Seriöses machen. Und darum habe ich das KV gewählt und bin eigentlich schon dankbar, dass ich diesen Background habe. Hat alles doch nur einen Grund, schlussendlich. Okay. Ich habe auch gesehen, wenn jemand Geburtstag hat, dann bist du die richtige Ansprechperson. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wieso? Ja, in der Corona-Zeit, also ja, habe ich Singen sehr vermisst und hat mein Mann und ich haben gesagt, ja komm, wir machen doch etwas, wir haben jeden Tag so viele Leute in unserem Netzwerk, die Geburtstag haben, wir machen doch ein personalisiertes Happy Birthday, zusammen mit dem Jens Gad aus Hollywood, er hat Musik gemacht und wir haben 20 verschiedene Musikstilrichtungen und das kann man bei uns bestellen und dann singe ich das ein, zum Beispiel Happy Birthday, Dear Debbie, im Country Pop oder im House Style, je nachdem, was eben das Geburtstagskind gerne. Happy Birthday to you. Weiss ich schon, wo ich nächstes Jahr meine Geburtstagsgrüße bestelle. Perfekt. Ja, gut, du hast zwar den Arbeitstag schon erläutert. Klar gehören da,
gehört als Kind natürlich dazu. Aber für das Privatleben, für deinen Mann, also ihr arbeitet zusammen, ihr sind natürlich viel zusammen, aber bleibt da trotzdem auch noch Zeit für die Zweisamkeit, wo man ein bisschen die Arbeit auf die Seite legen und mal abschalten kann. Ja, mein Mann ist auch Unternehmer und wir schauen einfach, dass wir am Mittagstisch alle zusammenkommen und etwas zusammen essen. Ich hoffe auch immer gesund. Und dann am Nachmittag gehört eigentlich mein Sohn und mir. Dann gehen wir meistens raus, genießen Natur. Wir leben am Vierwaldstätter See. Dann gehen wir entweder pilzeln oder fischen oder sonst am Spielplatz die anderen Kinder treffen. Oder am Wochenende natürlich ja, fahren wir Kajak oder Kanu oder gehen vielleicht Tennis spielen oder ja, sie sonst draussen zu dritten, aber mit dem Mann zusammen. Schön. Gibt es nie eine Zeit, wo du denkst, ui, jetzt wird es langsam ein bisschen zu viel? Und was machst du denn, wenn so etwas mal eintrifft? Ja gut, das ist noch schwierig bei mir, dass ich das merke. Aber mein Mann bremst mich sonst, wenn es wirklich zu viel ist. Oder wenn ich keine Zeit mehr hätte für einen Sohn. Das ist eigentlich schon die erste Priorität. Das ist ihm glücklich. For the girl after me. How ironic. You can never hear by listening. Are you even listening to me? Listen to me. Shut your mouth and let me speak. But not these words that you made up for me. You could be the one to be forever with me. But you crushed my belief in love. Cause you killed the innocence in me. And now you keep calling, pretending it's okay. It's there. Jetzt, eben, du hast schon viel Erfahrung, viele verschiedene Sachen machst du auf einmal. Was sind so deine Haupttipps für jemanden, der jetzt möchte ein Business gründen oder vielleicht auch eine Tanzschule aufmachen, gerade in der Corona-Zeit? Meinst du, es ist eine gute Idee überhaupt? Oder was für Tipps würdest du mitgeben? Ja, ich denke schon. Mein Motto war halt immer, nie aufgeben. Ich habe immer weitergemacht, egal ob etwas mal nicht geklappt hat, bin ich wieder aufgestanden und habe weitergemacht. Ja, es gelingt vielleicht nicht immer alles auf den ersten Anhieb, aber die Hauptsache ist, man bleibt dran, hat Spass dran und glaubt an das, was man macht und hat Freude vor allem. Ist das denn auch deine Unternehmens- und Lebensphilosophie oder gibt es da schon noch ein anderes Logo? Ja, unter anderem oder sicher auch Smile and the world smiles back to you. Also das sind auch meine zwei Mottos. Ja. Okay, okay. Gut, da kann man sicher etwas mitnehmen. Sur un coup de tête unir pour la vie simplement. Contre toi, de ne plus rêver tout bas, ne plus penser à rien, d'être si bien. De la
toi de ne plus rêver tout bas. Ce plaisir qu'on retient d'être si bien. À nous deux d'inventer ce qu'il y a de mieux. À nous deux faire en sorte que ça marche tous les deux. C'est pourtant si facile. Jetzt noch etwas persönlich. Wie hat eigentlich bei dir alles angefangen? Also, du bist eine Künstlerin, eben, du malst, du singst, du tanzst. Wann hast du gemerkt, du hast ein Talent dafür zum Tapdance? Dort bist du Schweizer Meisterin, mehrfache. Und im Gesang natürlich kennen wir die auch alle. Wie hast du da gemerkt, dass du da talentiert bist? Ich habe mit 13 eigentlich erst mit Stepptanz angefangen und meine Stepptanzlehrerin Esther Krebs in Bern hat gefunden, ich soll doch lieber zweimal pro Woche kommen, dass ich ein bisschen schneller gut werde. Sie hat auch schon früh mein Talent, das ich wohl hatte, entdeckt und bin dann mit 15,5 zum ersten Mal bei der erwachsenen Schweizer Meisterin geworden und sechs weitere Titel und Schweizer Meisterin habe ich geholt in Solo, Duo und Formation. Bei euch an die WM und bin dort mit mir der Partnerin fünft und sechst geworden. Und singen ist so mit 15 ungefähr gekommen, aber ich habe natürlich seit die 4 bin ich immer gesungen. Meine Idols, so Abba und der Jürgens. Und dann mit 15 bin ich oft auf Paris zu einem Produzenten und habe jetzt so Demos gemacht. Okay, also beim Tanzen hast du noch nicht deine Idol gesagt, hast du dort auch jemanden gehabt, der dich inspiriert hat? Im Tanzen, ja, habe ich den Gene Kelly natürlich. Ich bin am gleichen Tag wie er geboren, am 23. August. Und Fred Astaire, Ginger Rogers, das sind Tanzidol. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shut down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get a kick stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause there's fine on world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a queen. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself lying flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And I didn't think it was worth one second.
and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a queen. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself lying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. Oh, that's life. Oh, that's really life, and I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come on, this is July. I'm gonna roll myself up in a big ball and die. Ist es natürlich auch wichtig, dass man immer dran bleibt und eben sich nicht unterkriegen lässt. Hast du nicht auch amix das Gefühl gehabt, jetzt reicht es also irgendwie, jetzt muss ich mal etwas anderes machen, wo man nicht immer bewertet wird? Weil das ist ja manchmal schon noch schwierig, dass man da einfach so auf die Seite Nein, ja, ich habe es eigentlich noch gerne gehabt. Es ist ja jedes Jahr wieder eine Herausforderung, reicht es wieder nicht? Mhm. Ist die Choreografie genug gut? Ist meine Technik ein bisschen besser und schneller? Also eigentlich kann ich das immer sehr schätzen. Ja, es war gut, wenn ich ja, honoriert wurde für die Leistung, die ich gebracht habe. Okay. Was hast du denn gemacht, bevor du ins Unternehmen von deinem Mann eingetreten bist? Da ich eben kaufmännische Angestellte war, habe ich also eigentlich immer auch noch als kaufmännische Angestellte gearbeitet oder als Assistentin der Geschäftsleitung. Ich war fast 10 Jahre in der Immobilien- und Baubranche. Und habe nebenbei immer gesungen. 1998, 1999 und so im 2000 konnte ich noch knapp davon, also nur davon leben. Und dann bin ich aber wieder ins Berufsleben und habe gesungen nebenbei. Mhm. Ja, genau. Also dann bist du ja auch in der Schweiz und hast davon gelebt. Das ist sehr selten, muss man sagen. Ja, was gibt es da für Tipps, die du weitergeben kannst? Oder meinst du, es ist überhaupt noch möglich heutzutage? Oder sollte man sich da schon ein bisschen breiter aufstellen? Also ich denke, jetzt mit Covid ist es fast unmöglich. Da hat jeder Künstler extrem zu kämpfen, natürlich. Aber wir hoffen, dass es bald viel, viel besser wird, natürlich. Und ja, ich denke immer, es ist gut, wenn man ein zweites Standbein hat. Oder sogar ein drittes. Noch. Und dann ja, machst du alles zu 35% vielleicht, plus, minus. Und ja, dann kommt das sicher gut. Mhm. Und also der Drang, zum mal aus der Schweiz rauszugehen und irgendwie nach Amerika und, oder eben Frankreich oder irgendwo zu leben, wo es vielleicht ein bisschen leichter wäre für Künstler, da ist nie in den Kopf gekommen. Ja, doch, wenn ich viel jünger war, klar. Aber irgendwie, ja, ist so viel schwieriger, weil es wartet sicher niemand auf dich. Und hier habe ich doch schon ein Netzwerk gehabt und wir haben mich ein bisschen kennt, die Eurovision. Ja. Aber jetzt im Moment ist ja eh alles digital. Somit kann man ja weltweit auch durchstarten. Meine Songs sind auf Spotify oder auf Amazon. Und da kann jeder Mann und jede Frau ja, dazugreifen und meine Musik hören. Das finde ich aber schon spannend. Patience is waiting, her love's not for sale. Her arms are
Aber du bist schon auch irgendwie eben verbunden mit der Schweiz. Ja, sicher. Sehr, sehr verbunden. Und mein Album geht auch um die Schweiz, mein neues Album, das ich jetzt mache für die Tanzschule. Das Album heisst Good or Damn School. Und dennoch ist es toll, eben, dass meine Songs in über 100 Ländern gespielt werden. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Ja, ja. Okay. Ja, dann nehme ich an, das nächste Projekt ist schon in den Startlöchern. Ja. Was gibt es dort so? Was kommt auf uns zu? Ja, genau. Also, wie ich gesagt habe, das ist eben ein neues Album. Mhm. Es sind 8 bis 9 tanzbare Titel, die sehr fetzig sind und sehr Spass machen. Die heissen zum Beispiel Tap Girl. Oder Swiss Chuck oder Rolex Moment heissen die Songs. Und es kommen noch weitere Titel dazu. Und das wird mit den Schülern auch einstudieren, Choreografie. Und wir werden das Video drehen. Das Video werde ich selber zusammenschneiden. Und dann bin ich mega gespannt, wenn wir das erste Mal ausführen werden. Das wird dann so 35 Minuten sein, bis wir alle Tänze können. Ja, das wird eine tolle Sache. Das klingt spannend. Wir drücken die Daumen. Wo kann man denn noch weitere Informationen über dich finden? Ja, unter www.gunvor.com ist das. Das ist meine Homepage. Oder auf Social Media bin ich unter Facebook Gunvor Singer oder Instagram Gunvor Singer in einem Wort zu finden. Was auch neu ist, ich darf eine einstündige eigene Radiosendung im Good Time Radio haben. Und da freue ich mich auch sehr, sehr. Okay, ja, also es bleibt spannend mit dir. Man muss immer auf dem Laufenden bleiben. Und ja, wir sind eigentlich schon am Ende. Ich weiss nicht, hast du noch einen Abschiedsgruß oder nicht einen Happy Birthday-Gruß, sondern. Nein, danke euch vielmals, dass ihr dabei seid. Und hoffe, dass du zuschaust und vielleicht eine Firma möchtest gründen, dass ich dir ein bisschen Mut machen kann. Ja, go for it. Und danke vielmals, Baby. Und Telezoom weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Bis bald. Danke. Danke dir vielmals für das wunderbare Gespräch und dir natürlich auch weiterhin alles Gute. Danke vielmals. Schönen Nachmittag. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. So, das war es schon wieder von Telezoom Startup mit der Gunvor und ihrer Tanzschule. Wunderbar. Also, ihr habt es gehört, jetzt oder nie gründet eure Firma, startet durch und glaubt dran. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Wir sehen uns nächstes Mal wieder.